So, wie geht das Ganze ab hier? Im 16 Full Auto. Das ist sehr nice. So, Freunde, die neue Wochenaufgabe ist da und es gibt jetzt ein M16 Umbaukit. Ihr müsst einfach hier auf die Weekly-Aufgaben gehen. Jak Patriot heißt das Ganze. Könnt ihr dann einfach durch Multiplayer, Zombie oder BR, wenn ihr 5 Aufgaben macht, freischalten. Ich zeige euch die Klasse am Ende des Videos. Ich kann nur jetzt schon mal so viel verraten. Das ist eine vollautomatische M16. Hier seht ihr es beim Umbaukit nochmal. Die Stats sind hier ein bisschen verwirrend, weil hier steht was anderes als hier. Vielleicht ist das noch nicht ganz gepatcht. Wir gehen jetzt direkt mal in eine Runde rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo auf dem Kanal da lasst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich finde es immer sau spannend, die neuen Umbaukits zu testen, was sie sich dabei gedacht haben. Die soll hier wohl eher für... Aha. Für Range auch gedacht sein. Also ist extra dafür gebaut. Auch allein wie der Blueprint aussieht, ne? Dass es so schön weiß ist, ein eigener Skin ist. Ja. Ich habe schon gehört, jetzt nicht irgendwie Full Meta so auf Twitter, aber ich glaube, der kann als Sniper-Support ganz gut genutzt werden. Also connected schon ganz gut, der Rückschuss geht halt so, wenn ich das mal schieße, so schön nach links oben. Geht eigentlich relativ fit zu kontrollieren, aber ist halt schon stärker, als wenn man jetzt gerade das Vergleich mit der DG58, die halt jeden aus der Luft lasert. Ist halt wieder was Entspanntes, was man so spielen kann. Und wir gucken mal, was damit jetzt so geht. Ich glaube halt, es wird sich nicht so krass durchsetzen, sein. Sie buffen die M16 nochmal ein bisschen. Können sie natürlich auch machen, dann wäre es ganz geil, weil das Ironside auch nice ist. Sieht schon geil aus, ne? Erinnert auch so ein bisschen an die Verdansk-Zeiten, so M16, M4 auch ein bisschen jetzt vollautomatisch, ne? Schon sehr geil, mal gucken. Einfach, wir machen jetzt eine entspannte Runde. Es ist direkt mit Loadout jetzt, weil ich den Loadout-Modus spiele. Deswegen versuche ich mal hier oben hinzukommen. Und schon mal wen wegzubeamen. Ja, Movement so ist halt wie eine AR relativ stabil, nicht zu schnell. Ja, ist nicht... Oh, nicht verkehrt, Franzosen im Voice, gefällt mir. Wo ist er hin? Ah, die Swarm ist halt schon geiler, ne? Mit der Movement. Klasse. Ich gehe mal unten rein. Unkorrekt? Ah, ich finde diese weißen Camos sehen halt schon nice aus, ne? Ah, die hittet schon echt nice. Also, connecten tut die ganz gut. Müssen wir jetzt nur testen, wie die... Wie die Range ist und wie sie in der... Der hatte nur 2 Pelz, glaube ich. Wie die so in den Schwitzer-Lobbys funktioniert. Oben was. Ich will eigentlich nicht in die Close-Kämpfe. Aber wir können ja trotzdem mal hochsippen. Oh, er hat den Schwitzer-Bonus. Wichtig. So, schauen wir mal. Oh, und dann wird der Rückschuss kacke. Am Anfang geht's voll klar. Oh, doch, kann aber gut. Gegen die gleichen Geekskins, wie ich hier spiele. Zack, easy. Das ist ja übel nice. Oh, der nächste kommt, warte. Den nehmen wir noch mit dem M16. Oh, doch. Das ist tatsächlich, fühlt sich ziemlich geil an. Der Modus gerade auch sehr geil, weil man halt die ganze Zeit mit Lodi einfach rein kann. Jetzt die Frage, campen die noch hier drin? Oh ja. Das ist unter mir Action. Ich will eigentlich nicht in Prison rein. Lieber so die Kills, wenn die Leute da hochkommen, mitnehmen. Ja, weil ihr wisst, die Nahkämpfe. Vor allem jetzt mit einer AR-Krise.
Aber ich try trotzdem mal. Okay. Will er nicht, okay. Der bleibt da. Können wir dich einfach holen? Aber was sagt ihr bisher? Also... Klar ist jetzt hier die falsche Waffe für die... Entfernung, aber bockt an sich eigentlich schon. Moin. Richtig. Okay, sein Team ist in Grannys, da gehen wir mal kurz rein. Ich würde die halt so gerne mit der M16 hier beamen, aber es ist ein bisschen... Bisschen zu motiviert eigentlich in den Lobby hier. In den Lobbys. Wo man eigentlich genau das hier machen muss. Oh, maybe jetzt. Nochmal fertig mitnehmen. Oh, was? Komm, time to shine. Oh. Mein Leben geht stark runter, aber ich habe da Spezi-Bonus, alles gut. Schaffen wir, komm. Oh, der ist oben drin. Das könnte jetzt ein geiler M16-Laser werden. Wait, was? Hallo? Oh Gottes Willen, was passiert jetzt? Alles leckt. Bin da. Kurz ein bisschen Waffen nachladen. Seit ein paar Tagen fühlt sich das Game so komisch an bei mir, aber... Oh, da hätte der M16-Laser sitzen müssen. Da hat er gut abgeaimt. Ah, läuft der übel nice. Freue mich gerade krass, dass die doch sich ganz gut spielen lässt. Hätte ich nicht gedacht. Nein, oh. Das ist ärgerlich. Zip wollte nicht. Ja, wo höre ich hier was? Er ist doch hier, ne? Hab ich doch gehört. Nee, schon mit M16 weglasern. Alles so krumm und schief, let's go. Spezi rein. Und die nächsten Kills mitnehmen. Hey. So, jetzt ja. Oh, das sieht sehr gut aus. Irgendwo war da noch einer. Das ist ja so krank präzise. Nein, hat er nicht gesagt. Gut, dass ich das rausmuten kann. Ist wirklich manche, diese... Manche Leute sind wirklich so ekelhaft, was das Voice Calls angeht. Ah, die Range ist vielleicht schon dann nicht mehr. Also ich glaube echt, Sniper Support ist das Beste, was man damit machen kann. Wollte nicht connecten. Ich mache hier ganz entspannt. Nein, was? Also der Server wieder so geisteskrank. Aber hat sich sehr geil gespielt, die Waffe, muss ich sagen. Auch wenn... Ich habe einen 70er Ping, was ist das denn? Ach, deswegen leckt das hier so rum. In dem Sinne. Oh, guck mal, sogar ein bisschen... Bisschen neblig dunkel für uns jetzt hier am Abend. Machen wir noch eine zweite Runde. Auf entspannt. Ganz schnell nochmal hier. Den Win reinholen. Ja, es muss jetzt auch mal Top Prison nochmal sein. Ist das kacke. Also Heavy Armor ist wirklich das Bodenloseste, was dieses Spiel zu bieten hat. Dass alle einfach vier Platten haben. Das kann ja lustig werden. Dann machen wir jetzt letzte Runde, egal was passiert, oder? Das ist big. Da muss ich mir nur 3 geben, statt 4. Wir schauen einfach mal, was geht. Das klingt nach hier oben. Ich habe Prezi, Spezi, genau. Ist schon spät, Leute. Alles gut. Guck dir den an. Der hat richtig Bock. Oder will ich, da wechsle ich extra auf die M16, um Finisher damit zu machen. Problem ist halt nur, dass die
Ah, zu viele Platten haben. Ach du Heilige, braucht die jetzt lang. Hatte der Full Plates? Wenn ja, Hut ab, war, ist viel zu viel. Oh, ja, das ist durch, das Ding. Haut rein, Leute. Nein, das kann nicht sein. Guck mal, es sind solche Gamer. Das sind halt die Standard-Arm-Lobbys. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Eins in die Kommentare, wenn ihr es kennt. Oder schreibt es mal rein. Vielleicht kann's ja, klappt es ja. Ja, guck mal. WSP geht rein. Komm. Ich könnte ja auch mal eben einmal... Die wollen mich ganz schön ordentlich. Da ziehe ich mal durch. Ich hole die noch, warte. Die sind ganz wild am Suchen, liegen aber auch jetzt. Gleich liegen die auch richtig. Pass auf. Die größten Gamer. Er holt sich selber sogar. Stacked. Arsch auf Arsch. Das ist wirklich krank. Das sind die gleichen, ne? Verdans. Name sogar drin. Gönnt sich mit BP50 Umbaukit. Ich suche mir mal andere Gegner. Ah, hier zum Beispiel. Der ist auch gerade gestorben. Ah, hier sieht es entspannter aus. Guck mal. Nein, ganz kurz. Ah, schade. Ein letzter Versuch. Wartet kurz. Du solltest hier die auspacken. Gegen das... Vom Ellen her. Gegen die Quack... Quacko. Ich komme gleich. Nein! Er muss zum Essen. Wer hat mich gesniped eigentlich? Unter mir! Ach du Scheiße. Ich habe irgendwie 100er Ping. Spiel aber gegen die Deutschen... Das ist so krank. Ich finde das so geisteskrank, wie die spielen. Oh, meine. Oh. Hier kurz. Mal ein bisschen schneller machen. Boah, das wollte ich eigentlich. Und dann hier. Zu viele Leute. Überall Gamer. Muss auch ein bisschen mehr so. Ich will halt eben 16 Kills machen. Das ist mir jetzt auch egal, was sonst passiert. Hallo? Jetzt habe ich keine bekommen. Ist das frech? Kommst du dir? Ich auch. Ich bin da. Oh nein. Da ist er. Oh mein Gott. Push ihn. Das war ein anderer. Ich bräuchte halt mal Plates, danke dir. Ah, scheiße. Nein, ich habe ihn nicht gehört. Aber da waren halt so viele. Er spielt Third Person sogar. Guck mal, El Quacko. Mit Interstellar alles Camo. Der gehört auch nicht zu dem Team, ne? Oh. Ah, schade. Es leckt aber auch unfassbar, die Lobbys, ne? Also, was willst du machen? Ich krieg hier 100 Ping-Lobbys. Also, abends, wer abends von euch spielt, wirklich. Tut mir einfach leid für euch. Ja. Alt F4. So, ich zeige euch schnell auf die Klasse. Zemp Compensator, Brun Heavy Support, NATO High Grain und 45er Mac mit dem Umbaukit. Das ist soweit die Klasse. Hier schön die alle drauf. Ihr könnt hier auch den Pivot probieren, aber ich finde den Brun Heavy besser, was den Recoil angeht. Ja. Lasst gerne einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Könnt natürlich den einen Klick fürs Abonnieren noch machen. Würde mich sehr supporten. Und ja, ich wollte euch am Ende einfach nochmal die Schweizer Lobbys zeigen, was abends so abgeht. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch selber, dass das so eigentlich die Realität oft ist, aber halt oft auf den YouTube-Kanälen, in den YouTube-Videos halt die besseren Gameplays kommen. Damit ihr auch Bescheid wisst. Ich versuche natürlich immer das Beste zu geben. War jetzt ein schönes Gameplay dabei auf jeden Fall. Und bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.